Das ist so ärgerlich und das kennt jeder, der je ein Schweißgerät in der Hand gehabt hat. Du schweißt gerade eine richtig schöne Naht, du guckst dir die Naht nochmal an, die Naht sieht wunderschön aus. Im nächsten Moment guckst du dir das Bauteil nochmal ein bisschen genauer an und merkst, um Gottes Willen, das ist ja krumm und schief geworden. In meinem Fall hier ist das eine 8 mm Stahlplatte, habe ich nicht aufgepasst, gebe ich ganz ehrlich zu. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man das wieder gerade? Ich hätte Acetylensauerstoff, ich könnte das Ganze flammrichten. Die Möglichkeit haben viele Leute aber nicht. Und da gibt es eine ganz einfache Technik aus der Praxis und die nennt sich Wick-Richten. Das heißt, wir können mit einem Wick-Schweißgerät das Ganze ganz einfach wieder richten. Und das will ich euch an verschiedenen Beispielen, besonders an dieser 8 mm Stahlplatte, in diesem Video zeigen. Das Ganze geht natürlich auch mit einem Elektrodenschweißgerät oder mit einem Max-Schweißgerät. Aber mit einem Wick-Schweißgerät geht es mit Abstand am besten und darum machen wir das Ganze mit Wick. Und natürlich kann man jetzt sagen, warum hast du das Bauteil nicht gespannt? Ich habe mich hinterher auch über mich selbst geärgert, aber jetzt kann man es nicht mehr ändern. Das Bauteil ist krumm geworden. Und oft kann man noch so vorsichtig sein, noch so gut das Ganze spannen. Hinterher ist es krumm und schief und so kann ich es natürlich auf gar keinen Fall lassen. Darum ist die Frage, wie kriegt man es wieder gerade? Ich hatte unten den Ring, den habe ich angeschweißt. Ich habe hier jetzt einen größeren Ring. Ich habe ein Stück Kreide, ich habe mein Wick-Schweißgerät, ein bisschen Zusatz und ein paar Schraubzwingen und mehr brauche ich nicht. Und damit werde ich das ganze Bauteil jetzt wieder richten. Das heißt, wir wollen mit dem Schweißgerät einen Wärmekeil erzeugen. Ich zeichne mir das an. Der Ring ist bewusst ein bisschen größer als die Scheibe, die ich unten aufgeschweißt habe. Und ich zeichne mir das mit Schweißerkreide an. Schweißerkreide hat den riesen Vorteil, ich sehe das auch beim Schweißen mit der Verdunklung. Und ich kann das Ganze auch überschweißen. Das gibt wirklich keinerlei Probleme. Wenn ich hier diesen Anriss habe, dann kann ich jetzt folgendermaßen vorgehen. Ich kann das Ganze ganz einfach in der Form nachschweißen. Das geht im Prinzip ohne Zusatz. Mit Zusatz hat aber den Vorteil, dass es ein bisschen mehr arbeitet. Und ich habe oft ohne Zusatz, dass ich eine gewisse Unterwölbung der Naht habe. Und das habe ich halt mit ein bisschen Zusatz nicht. Ich habe hier bewusst 200 Ampere, Schweißgerät voll aufgedreht, einen dünnen Zusatz, gebe wirklich nur ein bisschen Material hinzu und schweiße hier eine Lage. Was passiert in dem Moment? Das Ganze dehnt sich aus und jetzt, wenn es dann fertig ist im Schweißen, dann kühlt es ab und zieht wieder zusammen. Und am idealsten wäre, hätte ich diese Ausdehnung schon minimiert. Das ist schwierig bei dem Bauteil hier, aber ich helfe dem Bauteil beim Zusammenziehen. Das heißt, ich spanne das hier auf die Platte. Die Naht unten hilft dabei auch. Dadurch liegt das Ganze so ein bisschen hohl. Und jetzt kann ich das schön mit Schraubzwingen runterziehen. Warum ist das Wick-Schweißen dafür besonders beliebt? Wir haben hier einfach eine Entkopplung von Wärmezufuhr und von Zufuhr von Schweißzusatz. Aber im Prinzip geht das Ganze auch mit dem Max-Schweißen oder Elektrodenschweißen. Funktioniert im Prinzip genauso. Mit dem Wick-Schweißen geht es immer noch mal ein bisschen besser. Ich habe es früher oft ohne Zusatz gemacht, heute eigentlich nur noch mit Zusatz. Ich warte Viertelstunde, 20 Minuten, bis das Bauteil wirklich handwarm ist, dass man es wieder anfassen kann. Dann passiert da nichts mehr. Dann kann ich es entspannen und kann gucken, was da passiert ist. Wenn es in Ordnung ist, ist alles gut. Ansonsten müsste ich nochmal einen neuen Keil daneben setzen. Das wäre dann nochmal die Option. Ja, wir gucken uns gleich nochmal verschiedene andere Bauteile an, aber erstmal gucken wir uns natürlich an, wie das hier geworden ist. Und man sieht schon optisch, das ist gerade geworden. Das ist wirklich gerade geworden. Das sieht alles andere als verkehrt aus. Ist immer so ein bisschen vom Gefühl natürlich abhängig. Ich habe hier eine Naht, die sieht auch nicht sonderlich gut aus. Die wird einfach beschliffen und dann können wir das Ganze kontrollieren, wie das Ganze geworden ist. Und für so eine einfache Technik ist das wirklich ein super Ergebnis. Wenn man denkt, wie das Ganze vorher aussah, wir legen hier einfach mal den Winkel an und jetzt sieht man, es ist nicht hundertprozentig geworden. Ich habe die Platte auch vorher nicht kontrolliert, vielleicht war sie vorher auch nicht hundertprozentig, aber man sieht, es ist nicht hundertprozentig, aber es ist wirklich optisch gut geworden. Und das ist für mich hier wichtig, das ist keine Funktionsfläche. Optisch muss das Ganze gut sein. Man sieht hier so ein kleiner Spalt, aber der ist minimal, damit kann ich leben. Das heißt, ich könnte es jetzt nochmal richten. Oder ich könnte in der Mitte ein bisschen beschleifen oder ich werde so, wie ich es jetzt mache, ich werde einfach damit leben. Und wenn wir uns die andere Seite angucken, die ist sogar noch ein bisschen besser geworden. Also es gibt hier noch so einen kleinen Unterschied, aber im Prinzip eine ganz einfache Technik, schnell ausgeführt. Ich habe für das Schweißen, sage ich mal, 3-4 Minuten gebraucht. Dann habe ich das Ganze gespannt, hat nochmal 2-3 Minuten gedauert und dann ist das Bauteil wieder gerade. Und das bei so einer massiven Platte. Und das ist eine 8 mm Stahlplatte, darauf ist dieser Ring geschweißt.
da machst du mit dem Hammer überhaupt nichts mehr. Da bräuchst du schon einen massiven Vorschlaghammer, müsstest das auf einer massiven Richteplatte in irgendeiner Form aufspannen, dass du da wirklich noch irgendwas hinkriegst. Also ich bin von dem Ergebnis beeindruckt. Darum habe ich das Ganze auch mal gefilmt, habe gedacht, das ist eigentlich jetzt mal eine schöne Situation, die kann ich meinen Zuschauern mal zeigen, kann eine ganz einfache Möglichkeit zeigen. Und wie gesagt, ich mache es immer mit dem Wickschweißgerät, das funktioniert aus meiner Sicht am besten. Es funktioniert aber auch mit Elektrode oder mit dem Max-Schweißgerät oder sogar mit dem Földrahtschweißgerät. Es gibt natürlich nicht nur die Bauteile, sondern auch ganz andere Bauteile, und da zeige ich euch auch noch mal ein paar schöne Beispiele. Ich zeige euch noch mal zwei, drei weitere Beispiele aus der Praxis und wie man die ganz einfach wieder gerade kriegt. Das heißt, hier sind jetzt diese Aufnahmen seitlich dran gekommen. Wenn man jetzt den Winkel kontrolliert, dann kann es natürlich immer sein, dass das Ganze nach außen geht oder dass das Ganze nach innen geht. Das heißt, wenn es nach außen geht, dann würde ich hier rüber eine Schraubzwinge spannen, würde das Ganze spannen, natürlich an der Seite, wo es primär am meisten Verzug hat, und dann wird hier innen das Ganze nachgeschweißt, die Schweißnaht ganz einfach nachgeschweißt, und dann zieht es schön wieder ran. Das heißt, ich verhindere in dem Moment, das ist noch besser als das, was wir eben gemacht haben, ich verhindere in dem Moment die Ausdehnung, weil wenn ich hier schweiße, dehnt sich das Ganze nach außen aus. Das verhindere ich, wenn ich hier eine Schraubzwinge habe. Und wenn es dann abkühlt, unterstütze ich, drehe auch nochmal bewusst an der Schraubzwinge. Bei mir ist das hier wirklich gut, da muss ich nichts großartig richten. Drehe ich an der Schraubzwinge, dass ich es auch noch weiter nach innen kriege. Und so kann ich beide Schenkel problemlos wieder richten. Wenn das Ganze nach innen gezogen ist, dann ist es natürlich oft problematisch, wie ich das auch unter Spannung setzen kann. Das heißt, ich würde hier außen schweißen, um das Ganze nach außen ziehen zu lassen. Das müsste ich natürlich auch in der Form unterstützen. Und da nehme ich sehr gerne einen Wagenheber. Ich habe verschiedene Varianten von solchen Wagenhebern, die nutze ich wirklich immer für alles Mögliche, und damit kann man massiv Kraft aufbringen, und damit, das kann ich spannen. Ich habe sogar noch so einen ganz kleinen Wagenheber. Ich versuche immer, wenn ich mal alte Autos sehe, die entsorgt werden sollen, dass ich mir da den Wagenhebern wirklich noch sicher. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 mittlerweile, und den kann ich wirklich perfekt spannen. Man sieht auch, wenn ich den komplett runterlasse, der ist wirklich sehr, sehr klein von der Bauform. Den spanne ich zwischen meine Bleche. Und dann, wenn ich das Ganze unter Spannung gebracht habe, dann kann ich das außen schweißen, kann zusätzlich noch ein bisschen Druck aufbauen, lasse das Ganze abkühlen und dann kontrolliere ich, was dabei entstanden ist. Das ist eine weitere ganz einfache Möglichkeit. Und selbstverständlich bei ganz dünnen Materialien oder dünneren Materialien kann man auch erstmal versuchen, einfach mit dem Wagenheber kräftig Druck aufzubringen. Genauso mit einer Schraubzwinge. Einfach eine Schraubzwinge hier oben spannen, wenn man es zusammendrücken muss, und erstmal kräftig drücken. Oft bringt das auch schon so den ersten Effekt. Aber wie gesagt, wenn es jetzt nach außen müsste, würde ich das hier unter Spannung bringen, würde hier einfach die Naht nachschweißen und würde dann warten, bis es abgekühlt ist, und dann wird das Ganze kontrolliert. Und wenn es nicht funktioniert hat, kann man das Ganze nochmal nachschweißen, beziehungsweise setzt hier ein bisschen über nochmal ein Wärmekeil. Das heißt, man schweißt hier über einfach nochmal eine Naht, eine kleine Auftragsschweißung. Und so kann man wirklich die dicksten Materialien wieder richten. Ist Wahnsinn, was ich da in der Praxis wirklich schon gesehen habe. Findet man in keinem Lehrbuch, funktioniert aber sehr, sehr gut. Natürlich ist das Leben nicht immer ideal. Oft muss man sich ideale Bedingungen schaffen. Das heißt, wenn ich das jetzt richten möchte, das ist verzogen. Ich möchte es jetzt in die Richtung hier ziehen. Ich könnte es einfach hier festspannen zum Beispiel. Könnte mir dann einen zweiten Punkt suchen oder einen zweiten Punkt schaffen. An so einem Schweißtisch ist das immer sehr einfach. Und dann könnte ich hier oben eine Schraubzwinge dran setzen und könnte das Ganze dann unter Spannung bringen. Und wenn es unter Spannung ist, dann würde ich hier diese Kehlnaht einfach nochmal nachschweißen, beziehungsweise hier ein bisschen über der Kehlnaht einfach nochmal nachschweißen. Da muss man immer auch so ein bisschen überlegen, von wegen, was man im Prinzip machen will, was man erreichen will. Grundprinzip ist immer das gleiche, von wegen, wir schweißen hier an der Stelle, wir schweißen eine Stelle nach, das Ganze kriegt Wärme, zieht nach außen, hinterher wird es irgendwann wieder kalt und zieht nach innen. Und dieses nach außen ziehen, wenn wir schweißen, das wollen wir nach Möglichkeit minimieren. Im ersten Beispiel ging das nicht. Hier könnte man sowas minimieren oder auch bei dem vorherigen Beispiel. Und wenn es dann kalt wird, wollen wir es unterstützen, dass es zusammenzieht.
Und oft geht es natürlich gerade so, wenn man Konstruktionen zum Beispiel aus Vierkantrohren hat, dass das Ganze verzieht. Und das kann man mit so einer Methode auch ganz einfach richten. Wenn ich mir überlege, ich mache es mal ein bisschen übertrieben, dass das Rohr so in der Form gezogen ist. Das heißt, die Stelle muss hier wieder runter. Dann würde ich das Ganze hohl legen. Dann setze ich hier in dem Fall eine Schraubzwinge an. Mit der Schraubzwinge kann ich hier jetzt schon eine gute Spannung auf das Material bringen. Oft reicht das auch. Da braucht man überhaupt nicht mit Wärme zu arbeiten. Das ist egal, ob es so ein Schweißtisch ist oder ein Rohrschweißtisch. Einfach mal vernünftig drücken. Mal gucken, wie das Ganze reagiert. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt beim Richten. Und wenn ich jetzt das aber warm machen muss, beziehungsweise warm machen will, mache ich es mir ganz einfach. Ich mache hier 3-4 Wärmekeile, gucke, wo wirklich der Bogen entstanden ist, an welcher Stelle. Meistens ist ja genau an der gegenüberliegenden Seite irgendwas angeschweißt. Dann schweiße ich hier wieder nach Möglichkeit mit ein bisschen Zusatz mit meinem Wickschweißgerät. Es geht aber, wie gesagt, auch mit Elektrode oder mit Mack. In dem Moment, wenn ich hier schweiße, will das ganze Rohr sich noch stärker ausdehnen, also will nach oben weg, will noch einen stärkeren Bogen machen. Danach kühlt es ab. Beim Ausdehnen habe ich durch diese Schraubzwinge das Ausdehnen minimiert, verhindert, begrenzt. Und hinterher zieht sich das Ganze zusammen und dann kommt mein Rohr richtig schön wieder gerade. Das heißt, wenn es warm ist, dann wird die Schraubzwinge hier unwahrscheinlich unter Spannung kommen. Hinterher, wenn es abkühlt, kann ich sogar den Effekt immer noch mal ein bisschen verstärken. Das heißt, ich gebe immer noch mal in kleinen Impulsen ein bisschen mehr Spannung. Und so habe ich dann ein richtig schönes, gerades Rohr. Man muss ganz grundsätzlich zum Richten sagen, das sind viele Erfahrungswerte. Wenn man irgendwas immer und immer wieder richtet, kriegt man das sehr, sehr schnell gut hin. Aber wenn man das erste Mal was macht, ich habe auch oft Sachen von wegen, da muss ich auch gucken, da mache ich es auch 2 oder 3 Mal, bis es irgendwo klappt. Beim nächsten Mal hat man dann mehr Erfahrungswerte bei dem speziellen Bauteil gesammelt, dann geht es noch einfacher. Ich wollte euch grundlegend das nur mal zeigen, weil ich diese Platte da gerichtet habe, dachte, für viele ist das interessant. Hier ging es nicht darum, den Schweißverzug zu minimieren. Dazu habe ich auch verschiedene Videos erstellt, kann ich, wenn ich dran denke, nochmal hier verlinken, hinter dem Video. Aber im Prinzip ging es hier wirklich um Bauteile wieder gerade zu kriegen. Idealfall ist immer, wenn wir im Vorfeld uns Gedanken machen, das Ganze spannen. Ich hätte die Platte auch einfach am Anfang spannen sollen, dann wäre die wahrscheinlich sehr gerade geblieben. Oft denkt man nicht dran, oft ist es nicht so ganz einfach möglich. Oft denkt man, ich schweiße hier schnell, es passiert nichts. Wie oft passiert auch nichts, hinterher ist alles ausreichend gerade. Aber wenn was passiert, von wegen, das Schweißgerät ist wirklich auch dazu in der Lage, das Bauteil wieder zu richten. Mit dem Wickschweißen geht es perfekt. Mick, Mack und Elektrode kann das fast genauso gut. Das heißt, man braucht nicht immer Acetylen, Sauerstoffbrenner oder irgendeinen anderen Brenner oder irgendwas, wie das im Lehrbuch steht. Es gibt eine Methode aus der Praxis und das ist das Richten mit dem Schweißgerät, speziell das Richten mit dem Wickschweißgerät. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schweißen. Ich hoffe, das war interessant. Bis dann, euer Manni.